ein Tor in eine andere Dimension, ein Schattenspiel, was auch immer da vorne ist. Wir werden es jetzt herausfinden. Bioshock Infinite. Hoffentlich. Nicht irgendwie wegplatzen. Wie du siehst, Booker, leiten die Irren das Irrenhaus. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elizabeth, ich verstehe nicht. Ich hab dich schreien hören, ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Jetzt kommt der Olle Schrulle. Oh, bist du alt, Mann. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. 84? Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Hier. Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. What? Ich war gar nicht... Wo bin ich denn jetzt? Was zur... Ich verstehe... Ich bin zurück. 1912. Aber bevor sie... Es ist noch Zeit. Bevor sie was? Elizabeth! Ihr zwei da oben! Wenn sie sich wehrt, setzt die Maschine ein! Wenn sie einen Riss öffnet, wird es uns leicht... Comstock! Was machen Sie mit ihr? Lassen Sie sie! Mr. DeWitt! Wie sagt man in solchen Lagen? Leider zu spät. Finde, ja, ich sehe sie doch. Ich muss da rein. Vielleicht, wenn ich diese Maschinen oben stoppe. Okay. Maschinen stoppen. Können wir sie nicht irgendwie ruhig stellen? Naja, der Prophet sagt, der Schmerz ist schon die halbe Miete. Wenn der Körper schreit, hört der Geist zu. Hören Sie diese Schreie, David? Das ist das Resultat Ihrer Einmischung. Sie haben meine Tochter in Versuchung geführt. Sie ist nicht Ihre Tochter! Vielleicht nicht jetzt. Aber glauben Sie mir, sie wird es sein. Nein. So. Fallen die denn aus? Ja, Wahnsinn. So, da ist die Maschine. Jetzt kaputt machen. Geh aus dem Weg. Verschämtheit.
gestellt, wenn wir sie nicht sedieren und er den anderen abstellt. Wir sedieren sie nicht! Wir sind bereit für dich! Sichtlich! Oh! Das Vaterland! Aus der Deckung! Nehmt den Schlüssel! Dich mach ich fertig! So! Ja, mal ganz ruhig wieder. Jungs, ne? Jungs und Mädels, jetzt mal. Psst. So! Da kann ich anscheinend selber nicht rein. Brauche ich wahrscheinlich erst wieder die Lisbeth. Das heißt aber, wir machen nochmal was zusammen. Das ist gut. Ja, das heißt, der Feuer überlegen sollen. Du hast Menschen voll Durst. What's going on? Ja, Feini, hast du es gemacht. Elisabeth, ich bin gleich da! Das hast der Feind gemacht. Muss dir mal loben, Lisbeth. Du hast dich schön selber befreit. Will ich dich befreien? Natürlich. Ich bin bei dir. Alles okay. Okay, ich krieg das wieder hin. Bereit? Tu's einfach. Ja. Komm, hilf mir. Ich glaube, jemand wollte, dass du das kriegst. Was ist das? Lies es. Dein Traum über New York wird wahr. Und ich bin es. Ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab Booker. Nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer wir nach... Wir gehen nicht. Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. Okay, jetzt bin ich. Was? Wie kommst du da so locker runter und ich? Ja, gerade sagen. Suchen wir also den Propheten. Comstocks Zeppelin ist draußen. The Hand of the Prophet nennt er ihn. Woher weißt du das? Ich bin ja schon eine Weile hier. Wie lange? Lang genug. Ja, Moment. Elizabeth? Ich hoffe, Comstock hat gekriegt, was er von mir wollte. Er wird nicht lange was davon haben. Bitte sehr. Danke. Ich fühle mich schon besser. Die Prozedur sollte uns sehr helfen bei den Problemen, die wir mit der Kleinen hatten. Sobald das Gerät implantiert ist, führt jeder Versuch ihrerseits, den Status zu verändern, zu einem äußerst schmerzhaften Elektroschock. Pavlov brachte Hunde zum Sabbern. Wir bringen ein Lamm zum Weinen. Ja, Pavlov schon. Ich bräuchte hier Hilfe. Das Lamm zum Weinen. Erledigt.
Okay, ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich davon halten soll, aber hey. Ja, Bereich verlassen, da will ich nicht bleiben. Das ist ja von der Kamera. Das ergibt keinen Sinn. Nee, macht's auch nicht. Alles hier ist eine Chiffre, die ich verstehe, bis auf dieses Symbol. Das ist ein Käfig. Hat sie etwas darüber gesagt? Hast du am Hals? Da ist der Käfig. Comstock hat mehr getan, als sie zu foltern. Er zieht sie auf seine Seite. Aber das werde ich nicht zulassen. Knabe? Das ist keine Knabe. Hey, waren wir hier schon mal? Sieht fast so aus, als wären wir hier schon mal gewesen. Ich glaube, wir waren hier noch nicht... Hand of the Prophet. Comstocks Flaggschiff. Wir müssen irgendwie an Bord. Bleib hier. Ich mach das. Wir machen das zusammen oder ich mach's allein. So oder so, ich muss wissen, dass er gestoppt wurde. Oh, David. Ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Flug eines Steins aus einer Steinschleuder. Aufregend der Start. Atemberaubend die Flugkurve. Und erschreckend der Absturz, wenn die Schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht. Alles klar. Ich frage mich... Puh, okay. So. Irgendwo Pistolen-Dings noch. Nein, natürlich nicht. Habe ja schon alles. Haben wir denn für meine Repetierer noch was? Den ich so gern hatte. Vielleicht finde ich den ja nochmal. Ne. Okay. Und für meine Pistolen gibt es auch nichts mehr. Nö, dann will ich da auch nichts. Hier ist etwas Geld. Hey, danke. Immerhin funktioniert das. Du schaust jetzt aber schon ganz pampig. Ganz böse schaust du schon. Schau mich mal an. Schau mich mal an, wenn ich mit dir rede. Na, Taschen leer. Dann gehen Sie lieber weiter. Ganz pampig schaust du jetzt. Nicht mehr so fröhlich wie am Anfang. Drückst du es auf? Ich probier's mal. Bitte. Danke. Kann ich gleich mal zum Plündern übergehen. Okay. Was ist das? Da! In Deckung! Anscheinend Blindgänger. Das sind keine Blindgänger, sondern... Zieh dich um, Elizabeth! All das habe ich für dich erbaut. Oh. Du bist meine Erbin und mein Blut. Und was hat David je für dich getan? Für ihn bist du, was du immer warst. Der da. Ein Mittel zum Zweck. Elizabeth? Geht klar! Hab noch nichts gefunden! Down! Au! Macht euch bereit! Ich verfehle nie mein Ziel! Yes. Bitte sehr! Booker, Munition! Booker, hier! Gib, her! Zu viel reden, mehr machen! Elizabeth? Aber klar! Denn der Tod hat keine Sache!
an! Elizabeth! Bitte sehr! Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich sehe durch die Augen des Propheten. Prolocke! Ja. Denn der Tod hat keinen Stachel! Au! Au! Hab ich ihn? Ja, okay. So, dann noch mal dich. Elizabeth! Aber klar! Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich sehe durch die Augen des Propheten. Ey! Auf dem Weg jetzt da! Salze! Hier! Hier! Gut, mehr. Danke. Steht ja vor so einem Monument, ist er. Naja. Wer wird sterben? Oh, da kommen sie mit dem Schiff lernen. Ich soll dann über, ich will aber nicht dann über. Das sind Bösewichte. Schlägt euch um! Wer? Zum Angriff! Wer soll mich umlegen? Oh, er! Er ist es, ja, wer denn sonst? Booker, da! Das Shuttle dort kann uns zur Hand of the Prophet bringen. So, haben wir's? Moment, jetzt müssen wir uns erstmal umgucken. Was wir übersehen hatten. Was ist das hier überhaupt für ein Gebilde? Ach, da kamen die raus. Ah, alles klar. Das habe ich von da hinten gar nicht gesehen. Da kamen die Prophets her. Oh, hier, guck mal. Kriegst du das auf, Elizabeth? Mach das. Bin dabei. Lisbeth. Lisbeth. Fertig. Open it. Aus dem Weg. Our Prophet. Kriegst du das geknackt? Das kriege ich hin. Echt? Mach. Weiß zwar nicht, was ich mit dem ganzen Geld noch soll, aber. Geschafft. Hey, Tresor öffnen. 131. Ich habe Geld gefunden. Ja. Danke. So eine. So, hier, Elektroschock. Und was möchte ich denn noch? Ich glaube, ich will den Sog. Der Sog ist witzig. Vielleicht benutze ich ihn ja dann doch mal. Was könnte ich denn noch? Kränboost, ja. Ja, warum nicht? Gut. Was soll man jetzt machen mit dem ganzen Geld? Soll doch. Geheimnisse, die Beherrschung liefert entflammten Geliebten. Du hast recht, da ist ein Audiolog. Mein Bruder hat mir ein Ultimatum gestellt. Schicken wir das Mädchen nicht dorthin zurück, von wo wir es geholt haben, müssen wir beide uns trennen. Wo er eine leere Seite sieht, sehe ich König Lear. Aber er ist mein Bruder. Und so spiele ich meine Rolle, wissend, dass alles mit Tränen enden wird. Okay, du bist also die Klügere von beiden, das merke ich schon. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis demnächst. Tschüss.